Wie gesagt, bei der Muskete und bei der Pistole ist das ein himmelweiter Unterschied. Vergessen Sie das nicht. Und grundsätzlich ist was wichtig, wenn Sie nichts zu tun haben? Achso ja, die ersten drei Regeln, wenn Sie in der Linie spielen. Ne? Ich weiß ja nicht, wo Sie dann hingehen, das werden wir dann entscheiden nach 2 Wochen. Die drei Regeln, wenn Sie in der Linie stehen. Erstens, auf Gefahren achten. Zweitens, nachladen. Und drittens, die Linie ausrichten. Das sind die drei Regeln, die sich mindestens da bis was zumindest dem Marschieren in der Linie betrifft, merken sollten. Gefahren achten, nachladen und ausrichten. Diese drei Regeln. Merken Sie sich diese? Die werden abgefragt. Wenn Sie die nicht beherrschen oder nicht wiedergeben können, diese drei Regeln, sind Sie sowieso falsch. Ja, So, bitte? ich muss mich dann leider heute Abend verabschieden. Jawohl, Ist ja Herr noch Quartiermeister. Mitbewohnerbesprechung. Gut, Männer, macht jetzt gleich die Information, macht weiter. Ihr kriegt das hin, das ist viel Information, ich weiß, das wird schwierig, aber schreibt euch zur Not mit. Ich muss das auch schon machen, ich habe es hinbekommen. Ich habe es dann dafür jetzt hinbekommen. Ja, es haben so viele Rekruten schon hinbekommen, ihr werdet das auch hinbekommen, also macht euch keinen allzu großen Kopf, konzentriert euch und dann klappt das. Ich wünsche euch dann trotzdem noch viel Spaß und ich hoffe, wir sehen uns dann spätestens morgen wieder und dann können wir irgendwann zusammen zocken oder was auch immer. Gut, dann schönen Abend noch. Gut, Manners. Bevor wir weitermachen mit den jeweiligen Befehlen oder Marschbefehlen, ist es wichtig zu wissen, wo ist die Kommandoseite. Grundsätzlich ist die Kommandoseite immer rechts. Der immer ganz User rechts left steht, your channel. dieser Fall Rekrut, Wizard, steht immer richtig. Auch wenn er jetzt mal ein Stück mal nach rechts drehen, einmal mal nach rechts drehen, nach rechts, ja, noch ein Stück nach rechts. Ja, genau. Wenn er auch so steht, er steht immer richtig. Er ist ganz rechts. Er steht immer richtig, immer nach dem rechten Mann aus. Das machen Sie jetzt. Richten Sie sich aus, an Ihrem ganz rechten Außenmann. Ja, das steht immer richtig. Rechter Mann steht immer richtig. Egal wie scheiße er dasteht, er steht immer richtig. Weil grundsätzlich ist der rechte Mann, wenn ich in der Linie laufe, wer? Na, weiß es keiner? Wer ist der ganz rechte Mann, wenn ich die Linie befehlige? PDS. Ja. Der Kommandant. Richtig, also der jeweilige Ich, in diesem Fall der Hauptmann oder Stabshüter Defilder. Gut, richten sich immer nach rechts aus, ganz wichtig. Gut, dann kommen wir jetzt zu den nächsten Bewegungsbefehlen. Das mir nach Marsch kennen Sie schon. Jetzt kommen wir zum Kehrtmarsch. Kehrtmarsch ist nichts anderes wie ein Kehrt um, nur dass Sie weiterlaufen. Das heißt, wenn ich sage Kehrtmarsch, 180 Grad drehen in die andere Richtung, ruckartig natürlich, laufen in die andere Richtung weiter. Wenn Sie einen Linksum machen, ja, dann bilden Sie eine Doppellinie. Wenn Sie eine Doppellinie bilden, sieht das scheiße aus. Und zweitens haben Sie eine Doppellinie und der Gegner hat mehr Trefferfläche, also mehr Hitpoints zum Treffen. Lassen Sie das bitte bleiben. Machen Sie sich über die rechte Schulter. Jeweilige Befehle immer über die rechte Schulter. Verstanden? Jawohl, Herr Hauptmann. Jawohl, Herr Hauptmann. Links, um. Ja, dann weiß er nicht, wo rechts und links ist. Je nach Marsch. Vorbereiten auf Kehrtmarsch. Schobel, der wird uns sich hinten einsetzen. Ja, bin schon dabei. Moment, eine Kurve laufen. Dankeschön. Grundsätzlich würde es so sein, dass ein kommandierender Offizier oder ein erfahrener Offizier oder Unteroffizier oder ein erfahrener Spieler hinten läuft, den sie dann einfach wieder hinterherlaufen. Wer weiß dann von den Gefahrensituationen, die er ausweichen muss, wenn ich einen Kehrtmarsch befehle? Ja, ein Kehrtmarschbefehl kommt meistens auf Gefahr her oder um den Gegner auszumanövrieren. Deswegen, ne, wichtig, reagieren Sie sofort, nicht erst 20 Sekunden später. Kehrt, Marsch! Und direkt ruckartig, ja, das muss ganz, 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 ganz schnell gehen, ja. Ziehen Sie Ihre Maus wirklich nach hinten. Kehrt, Marsch! Jawohl! So, sofort stehen bleiben. Dann guckt euch das mal bitte an, was ich von der Distanz gerade, also wenn ich jetzt mal die Distanz abbrechen würde, das wäre so eine Distanz zu meinem ersten Mann, Dragonmeister. Schneller, viel, viel schneller. Okay, aufrücken, bis zu mir, komm, hopp, hopp, hopp. Sofort, ne? Nicht erst nach 2 Sekunden. Wenn Sie hören, kehrt Marsch, wenn Sie das Marsch ausgesprochen hören, machen Sie sofort die Kehrtbewegung. Wie nach, Marsch. Na, alle direkt mit, kommen Sie schon. Kehrt, Marsch. Wenn ich Sie überhole, Dreckenmeister, haben Sie was falsch gemacht. Wenn Sie laufen, grundsätzlich wird nicht überholt. Sie bleiben hinter Ihrem Mann. Außer er schläft natürlich, dann dürfen Sie überholen. Aber grundsätzlich, wenn er läuft, dann schläft er ja nicht, nicht wahr? Ja? Gut. Kehrt, Marsch. Ah, Dreckmeister, besser, aber auch nicht viel besser. Noch ein Stückchen Ohne schneller. Meldung eintreten. Kehrt, Marsch.
Über die rechte Schulter. Kehrt. Marsch. Und Linie. Halt. Grundsätzlich, um diese Gefahr zu minimieren, dass sie so ein weites Ausschwenken haben, das heißt so eine riesige Bewegung machen nach rechts, gibt es einen ganz einfachen Trick. Und zwar drücken Sie jetzt alle mal in Escape, Optionen und nehmen die Mausempfindlichkeit mindestens auf das Dreiviertel, also 75% des Balkens. Männer, das ist keine Linie, das ist eine Wurst, was Sie da gerade bilden. Ja, das sieht so aus. Ganz wichtig zu Rackmeyer, User joined your channel. An ihnen wird sich ausgerichtet. Sie bewegen sich keinen Meter mehr. Sie stehen ganz vorne. Wenn ich die Linie verlassen habe, stehen Sie ganz vorne. An ihnen wird sich ausgerichtet. Also, bleiben Sie stehen. Wenn Sie nämlich sich bewegen, machen Sie der Linie nur noch schwerer. Los, ausrichten. Kommt, ihr habt den Befehl gehört. Männer, ein Tipp, wenn Sie sich so ausrichten müssen. Sie haben im Schussmodus, den Sie normalerweise drinnen haben, haben Sie ein kleines Fadenkreuz. In der Mitte dieses Fadenkreuzes ist ein Punkt. Diesen Punkt legen Sie auf den Nacken Ihres Vordermannes. Wenn Sie den genau hinlegen und sich damit A und D ausrichten, dann sollten Sie eigentlich komplett richtig stehen. Dann sollte es eine komplett gerade Linie geben. Ja, bitte. Herr Hauptmann, Unteroffizier Bremser bittet, am Training teilnehmen zu dürfen. Ja, eintreten. Ja, bitte? User joined your channel. Herr Staffshauptmann, Mike Vierte, Schütze-Techniker meldet sich wie angekündigt für den heutigen Abend ab. Ja, austreten. User was moved out of your channel. Schönen Abend noch, Lücken schließen. Schnapp. Zack, 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 zack. Jawohl. Gut, Männer, wir haben jetzt schon eine Stunde Training rum. Ja, bitte? Herr Hauptmann? Ja? Musketier-Leitkommandeur möchte sich gerne im Training anschließen. Dann ordne ich eine, die richtige Uniform auswählen und die Linie eintreten. Jawohl. Gut, Männers, machen wir weiter. Kehrtmarsch, haben Sie soweit verstanden? Sieht nicht schlecht aus. Wir machen uns noch ein, zwei Mal und dann gehen wir zur nächsten Formation immer. Mir nach, Marsch. Marsch, Marsch, Marsch. Marsch, Baby, Marsch. Go, Baby, User go, left Baby, your channel. Kehrt. Marsch. Schneller, Männers. War schon besser, aber noch ein Zacken zügiger. Kehrt. Marsch. Und bloppen Sie nicht. Kehrt. Marsch. Wenn Sie zu nah am Kameraden hinten dran sind, dann laufen Sie die Kurve ordentlich aus, sodass Sie ein bisschen Abstand kriegen. Ein bisschen, nicht übermäßig viel. Kehrt. Marsch. Und Sie drücken weiter die W-Taste. Sie brauchen sie nie loslassen bei der Kehrtbewegung. Klar ist es ein bisschen umständlich mit der Maus, weil es ein bisschen die Findigkeit höher ist, aber mit der Zeit sollten Sie sich das hinkriegen. Gut. Linie. Halt. Yes. Ja. Die W-Taste auch nicht loslassen, wenn man neben einem Kameraden ist. Schließen Sie sich am besten wieder hinten an, weil dann sind Sie so rausgebackt, dass Sie gar nicht mehr irgendwie dazukommen. Okay. Links. Oh. Kommen wir jetzt zu den nächsten Befehlen, die Sie kennenlernen werden. Und zwar werde ich sie Ihnen einzeln aufzählen. Einmal die preußische Faust, die preußischen Hinterhalt. Auf meine Position zurückfallen, auf meine Position vorrücken, links, rechts staffeln. Alles das werden Sie heute noch durchgehen. Salbenfeuer, eventuell, kommt dran, wie schnell Sie schalten heute und wie die Konzentration ist. Rechts, um. Gut, preußische Faust wird aus der Staffelung und einer Linie gebildet. Wir machen zuerst die Staffelung. Das bedeutet, wir üben erst die Staffelung, dass Sie wissen, was ich damit meine, je nach Marsch. Gut, staffeln tun wir grundsätzlich unter Feindbeschuss, um die Hitbox zu verkleinern oder vom Gegner wegzukommen. Rechts staffeln. Ja, das heißt, Sie haben eine Schulterlänge Abstand zum Nebenmann. Das sollte eigentlich ausschauen wie ein Flügel ein bisschen. Ja, wie so ein halbes V. Ja, genau. Eine Schulterlänge Abstand zum Nebenmann. Abbrechen. Leicht versetzt. Linie, halt. So, machen wir jetzt mal im Stand, dass Sie verstehen, was ich damit meine. So bilden Sie das immer nach rechts und links hin. Staffeln nach rechts. Gucken Sie mal, ich schreibe mal was in den Admin-Chat rein. So wie dieses Zeichen ungefähr sollte das ausschauen. Unreal Time, nach rechts gehen. Na, Sie stehen richtig, Dragonmeister. Alles gut, alles gut, alles gut. Der Rest steht schon gut, okay. Unreal Time, nach rechts, guck mal. Staffel. Eine Schulterlänge Abstand, eine Schulterlänge Abstand. Schauen Sie, was eine Schulterlänge ist, Männer. Na, das ist ein bisschen viel Unreal. Schulterbreit, also eine Schulterlänge. Ja, so ist gut, genau. Und der Rest jetzt genauso. Das ist Staffeln. Schauen Sie mich an, Tricky Man. Nein, nicht zu mir hingehen, sondern schauen Sie mich einfach nur an. Ja. Ja, hier noch ein bisschen luftiger machen. Frederik, Sie können
Genau, Darth Vader, Alexander. Aus einer Staffelung kann man eine Linie bilden. Wenn Sie nämlich so eine Linie, wenn ich sage jetzt Linie rechts von mir in diesem Falle, können Sie ordentlich eine Linie bilden, rechts von mir. Ja? Und Sie sind schon perfekt ausgerichtet, weil Sie ja schon gestaffelt haben. Deswegen gibt es die Staffelung. Okay, links um. Wir nochmal. Das heißt, der Befehl, Linie rechts von mir im Laufen. Marsch, Marsch, Marsch! Das heißt, der Befehl, Linie rechts von mir im Laufen heißt automatisch rechts von mir staffeln, wenn er läuft, der Herr Hauptmann. Links staffeln. Ja. Links staffeln. Links, genau. Staffeln Sie sich schön auf. Eine Schulterlänge Abstand. Abbrechen. Kommen wir zur Kombination aus Linie links von mir. Genau, Linie das heißt einfach staffeln. Das heißt einfach nochmal links staffeln, wenn der Herr Hauptmann das befiehlt. Genau. Ausführen. Aufrücken bis zu meiner Position und dann links von mir eine Linie bilden. Und die Lücken schließen. Lücken schließen nach rechts. Sofort, wenn Sie irgendwo Lücken sehen, dann schließen Sie die. Ja, umso besser, öfter Sie das machen, umso öfter Sie das trainieren, umso besser werden Sie, umso schneller bilden Sie auch die Linie. Gut, rechts um, mir nach. Er funktioniert auch immer wieder, der Trick. Mir nach Marsch. Bei der Infanterie werden Sie das Marsch nicht hören. Gibt's das nicht. Aber bei uns gibt's das. Bei der Infanterie gibt's das auch noch. Ach so, nur dann habe ich über einen Fehler gemeint. Gut. Linie rechts von mir. Und Sie staffeln. Ja, genau. Ausführen. Und die Lücken schließen. Eine lückenfreie Linie bilden Sie jetzt. Leck. Jawohl. Feuer! Und direkt nach rechts umdrehen und nachladen. So, jetzt haben Sie die Kombination aus drei verschiedenen Befehlen. Einmal rechts staffeln, einmal Linie rechts von mir bilden und einmal anlegen und Feuer frei. Das ist die preußische Faust. User joined your channel. Befehl gibt es in einem Einzelnen, dann brauche ich das alles gleich wiederholen. Das heißt, links um. Wie stehen Sie denn da? Männers, wenn Sie sich rechts rumdrehen zum Nachladen, stehen Sie danach grundsätzlich immer wieder zum Feind ausrichten. Das heißt, wenn ich einen Links-Um-Befehle durchmeiße, drehen Sie sich dahin, da in diese Richtung, nicht dahin. Okay, mir nach, Marsch. Gut, die drei Befehle haben Sie kennengelernt, die Einweisung wissen Sie jetzt. Dann müssen wir das jetzt einfach mal probieren, ob das auch funktioniert. Preußische Faust links von mir. Das heißt, Sie staffeln, genau. Wenn ich sage, jawohl, jetzt ausführen, dann bilden Sie die Linie und dann haben Sie einen Schuss Feuer frei. Ausführen. Sie laden sofort nach, denken Sie dann. Einer schon frei, Lücken schließen, bevor Sie schießen. Deswegen ja, kann funktioniert. So gut merken, Lücken schließen, bevor Sie schießen. Funktioniert besser als bei anderen Gruppen, sehr, sehr gut. Ja, so muss es auch sein, aber Männer, ganz ehrlich, was ich gerade gesehen habe, das war nicht so prickelnd. Warum? Weil Sie dadurch backen, dass dadurch mit den Kameraden vielleicht die in die Linie backen oder das also vor. Wo schauen Sie hin? Machen Sie bitte nicht diesen. Gehen Sie bitte nicht so in die Linie. Tun Sie mir den Gefallen, lassen Sie es bleiben. Laufen Sie in die Linie, stellen Sie sich hin, legen dann an und schießen. Okay? Legen Sie nicht vorher. Die Zeit gewinnen Sie eh nicht. Wenn Sie anlegen, sind Sie noch langsamer, als wenn Sie laufen würden. Okay? Machen Sie doch nicht schon wieder denselben Fehler heute. Männer, was ist das Problem bei den ersten drei Mann? Gucken Sie sich mal um. Ja! Nur weil wenn Sie nachladen. Dann drehen Sie sich nach hinten um. Drehen Sie sich nach rechts um. Danach wieder in die Standardposition. Sorry. Wenn Sie geschossen haben, ne? Dann heißt das noch lange nicht, dass Sie dann so stehen bleiben. Sobald Sie das ist einfach nur zum Schutz der Linie, dass Sie nicht weggeschossen werden. Und drehen sich dann wieder links um, wenn Sie fertig sind mit Nachladen. Okay? Also da kann ja zum Beispiel Fehler nicht passieren, dass ich sage rechts um, Sie sich einfach nur zum Feind wieder ausrichten. Das ist völliger Blödsinn. Okay? Konzentrieren Sie sich, was das betrifft. Rechts um. Und mir nach Marsch. Preußische Faust rechts von mir. Hinterhalt haben wir ja noch nicht kennengelernt. Ausführen. Und denken Sie an die Lücken, zweiter Mann. Nach rechts. Dreht zum Nachladen. Nicht nach links. Nach rechts. Immer. Wo ist rechts, nach Männer? Nach rechts. Immer. Und dann wieder nach links zum Feind ausrichten. Sobald Sie nachladen, das können Sie auch schon in der dritten Nachladephase machen, Baumfall. Ne? Wenn Sie sehen, die haben sich die letzte Nachladephase erkannt, das erkennen Sie spätestens nach zwei Trainings, dann können Sie schon noch zum Feind drehen, wenn Sie schon in der dritten Nachladephase sind, weil Sie dann bald den Schuss haben. Gut, rechts um. Kommen wir zum preußischen Hinterhalt.
User joined ist your dasselbe channel. In grün wie die bräuchliche Faust, nur wenn diejenige Bild ist, machen sie einen Kehrt um und haben dann einen Schuss Feuer frei. Und kehrt um über welche Schulter, Alexander? Rechte. Richtig, mir nach, Marsch. Also drücken alle B. Denken Sie daran, erst wenn Sie stehen, drehen Sie sich um. Das heißt, Sie laufen nicht rückwärts in die Linie rein. Sie stehen und dann drehen Sie sich um und dann schießen Sie den Gegner, der Sie verfolgt, ab. Ja, ich bin jetzt mal simulierter Gegner. Sie schießen mich nicht ab. Preußische Hinterhalt rechts von mir. Ja, Sie staffeln wie gewohnt. Richtig, richtig. Ausführen. Ja, und jetzt schießen Sie nach hinten. Ja, genau. Schlecht aus, sehr gut. Bis auf diese kleine hier, aber da komme ich nicht durch. Alles noch im Rahmen, Tobias. Erst nachladen, dann die Lücken schließen, weil du das Nachladen abbrichst und das tut dich wertvolle Zeit kosten. Also erst nachladen und dann die Lücke schließen. Auch wenn der Fehler entstanden ist, dann ist er schon gemacht. Dann schreibst du sorry in den Teamchat und damit hat sich das Ding erledigt. Luft holen, finde ich vergessen. So. Das Ganze nochmal. Links um. Mir nach Marsch. War schon sehr, sehr gut. Bin zufrieden. Aber wir müssen uns natürlich immer perfektionieren, deswegen preußische Hinterhalt links von mir. Links dafür, ja. Sehr, 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 sehr schön. Und richtig, eine Schulterlänge. Und zack, nach hinten schießen. Jawohl, erst die Lücken schließen, dann schießen. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Das ist nicht so schlimm, dass jetzt hier ein bisschen Buckel drin ist. Mein Gott, sie stehen in einer Linie, das ist okay. Das ist natürlich ein Schmackes für jeden Feind, aber das ist nicht das Problem. Sobald sie in der dritten Nachladephase sind, können sie sich dann ordentlich die Linie begradigen. Und darum haben sie auch die Zeit zum Begradigen. Grundsätzlich, wenn... Ja, bitte? Ja, mein Unteroffizier bitte um Erlaubnis, sich dem Training anzuschließen. Ja, Erlaubnis erteilt. Grundsätzlich ist wichtig, wenn sie nachladen können, oder wenn der Offizier merkt, sie können nachladen, dann gibt er natürlich schon die Zeit. Wenn sie es verpennen und sie haben keinen Schuss in der Muskete, dann ist das ihre Schuld, okay? Grundsätzlich haben sie den Spruch schon gehört, wenn sie keinen Schuss im Lauf haben, sind sie für mich wertlos, ganz einfach. Aber der Offizier muss auch beachten, er muss ihnen die Zeit geben zum Nachladen. Gibt er ihnen nicht die Zeit, brauchen sie sich nicht angegriffen fühlen, wenn er rummeckert, weil es war ja in dem Sinne sein Fehler, weil er ihnen die Möglichkeit nicht gegeben hat zum Nachladen. Das heißt, ein guter Offizier sieht, ob sie nachgeladen haben oder nicht. Ja, das erkennt er daran, erstens, wenn sie in der dritten Nachladephase sind und sagt, mir nach Marsch, dann weiß er, sie haben jetzt nachgeladen. Und zweitens sieht das daran, dass keiner gerade in der Linie nachlädt. Wenn sie es verpennen, ihr Fehler. Gut. Jägermeister, stellen Sie sich ordentlich hin, Sie sind nicht mehr der rechte Mann. Fertig machen. Legt. An. Feuer! Rechts und mir noch Marsch. Marsch, Marsch, Marsch! Jawohl, Laufbefehle vor Schussbefehlen. Jetzt kommen wir in die Situation, der Gegner hat uns beschossen, wir haben eine Salve abgegeben, sind jetzt erstmal auf wegzukommen, dass er uns hier keine Salve reinhaut. Okay, jetzt habe ich die Situation, ich habe einen Hügel gefunden oder eine bessere Deckung, das sage ich jetzt Linie halt. Ja, dann heißt automatisch, Alexander, was wird denn das? Du stehst doch schon rechts um, du willst mal großartig nach rechts drehen. Konzentrier dich. Jetzt habt ihr die Zeit nachzuladen. Ja, ihr müsst es aber sofort machen, ihr müsst immer darauf achten, auf eure rechte Seite, dass ihr sofort nachladet. Und was machen wir, wenn wir es heißt, fertig machen, legt an und was macht ihr da als erstes, Tobias? Er schläft. Bitte? Warten auf den Feuerbefehl. Was noch? Was ist das Erste, was es heißt, legt an? Wird besser? In die First-Person-Perspektive wechseln. Richtig, in die Ego-Perspektive oder First-Person-Perspektive. Dann treffen sie auch besser. Genau so ist es. Mir nach Marsch. Gut. Noch einmal. Preußisch-Hinterhalt rechts von mir. Ausführen. Ja, sieht schon sehr, sehr gut aus. Ich bin beeindruckt. Fast keine Lücken, nur leichte Blockbildung im Zentrum, aber es ist alles noch vertretbar. Dafür, dass sie erst einen Tag dabei sind. Sehr schön. Gut. Komme zum nächsten. Und zwar das Führen ohne Offizier. Das gibt es natürlich auch. Es kann natürlich sein, der User joined your channel. Kommt nicht schnell genug zur Linie, weil die Gefahr besteht, dass sie beschossen werden. Kann natürlich auch Befehle geben von einer Position, wo er nicht in der Linie steht. Das bedeutet, er gibt Befehle an den ersten führenden Mann. Das bedeutet in diesem Fall Alexander. Das heißt, er führt die Befehle aus und sie laufen hinterher. Sozusagen, der Vergleich wäre ich das, nur dass er läuft
In diesem Fall machen wir das mal mit Kamerad Unteroffizier Simko, weil er